Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Heute gibt es eine leckere Linsensuppe mit Gemüse und leckeren Bällchen. Wenn ihr Lust drauf habt, bleibt dran. Die genauen Zutaten wie immer in der Infobeschreibung. Spitzpaprika, Paprika und Kartoffeln. Jetzt Sonnenblumenöl rüber. Salzen. Pfeffern. Das kommt jetzt bei 220 Grad in den Backofen für grob 20 Minuten, bis sie fertig sind. Jetzt wird das Hackfleisch mariniert. Rote Linsen werden jetzt gewaschen und abgetropft. Ein Glas Linsen, drei Gläser Wasser. 25 Minuten kochen lassen. Die Kartoffeln haben wir 5 Minuten länger drin gelassen. Jetzt alles erstmal abkühlen lassen. Ein Glas Hühnerbrühe. Jetzt tun wir alles hier rein. Jetzt brühen wir alles Stück für Stück. Jetzt geben wir das pürierte Gemüse zu den Linsen. Eine Dose zerstückelte Tomaten. Tomaten. Noch ein Glas Hühnerbrühe. Tun wir das hier noch ein bisschen rüber. Etwas Pfeffer. Wir lassen das jetzt 10 Minuten kochen, danach geben wir die Hackbällchen dazu. Jetzt kommen die Hackbällchen rein und die lassen wir nochmal für 15 Minuten kochen. Freunde, es ist geschafft. Die Suppe riecht mega. Dieses Brot, was wir als so gesehen Suppenteller nehmen, dazu wird es ein Video extra geben. Probieren wir mal. Wow, die schmeckt so gut. Die Hackbällchen geben den Senf an die ganze Suppe weiter. Das frische Gemüse, die Paprika, alles kommt durch. Also probiert es aus, ihr werdet es nicht bereuen, wirklich. Wir sehen uns im nächsten Video.